Islam bedeutet, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Und das ist die Essenz, das Wichtigste der Religion. Das galt für Adam und Hawa. Sie waren in einem Obstgarten, doch von einem Baum sollten sie nicht essen. Nur ein Baum. Dieser eine Baum symbolisierte was? Die wenigen Einzelfälle des Verbotenen im Islam. Leute sagen, die Muslime, bei denen ist nahezu alles haram, dies haram, das haram, egal wo man hinblickt, haram, alles haram. Das stimmt nicht. Haram und Halal ist wie dieser Obstgarten mit diesem einen Baum. Ein Baum ist haram und all die anderen Bäume sind halal. Doch was geschah? Der Shaitan kommt zu uns, wie er zu Adam a.s. gekommen ist. Und er gab diesem Baum den Namen Baum des ewigen Lebens. Adam a.s. hatte vorher nicht einmal über ewiges Leben nachgedacht. Doch nun wurde er neugierig. Was ist ewiges Leben? Ich will das haben. Ich brauche ewiges Leben. Ich möchte nicht sterben. Nicht wahr? Was war nun sein Wunsch? Er wollte von diesem Baum essen. Genau so geht der Shaitan vor. Er nimmt das, was haram ist, schmückt es so sehr aus, dass wir das Gefühl haben, unser Leben ist nicht vollkommen, bis wir von diesem Haram kosten. Dieselbe Strategie, nichts hat sich geändert, seit Jahrtausenden. In Wirklichkeit sind verbotene Dinge sehr selten. Darum heißt es im Koran, jedes Mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Haram und Halal spricht, nennt er die verbotenen Dinge und dann sagt er, dass alles andere erlaubt ist. Für jedes Ding, das haram ist, gibt es so viele Alternativen. Alkohol zum Beispiel. Wie viele andere Säfte gibt es, die wir trinken können? Schwein. Wie viele andere Tiere gibt es noch? Glücksspiel. Wie viele andere Spiele gibt es zu spielen? Und so weiter und so weiter. Für jedes kleine Ding, was verboten wurde, gibt es wohl unzählige erlaubte Optionen. Aber Shaitan hat diese eine verbotene Sache so attraktiv für uns gemacht, dass uns unser Verlangen uns denken lässt, wir könnten ohne nicht weiterleben. Das ist seine Methode. Nun, lasst uns gewiss sein, es gibt keinen Zweifel darüber, dass der Haram im Islam sehr selten ist. Aber das sind nun mal die Grenzen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Wenn du dich diesen Grenzen näherst, dann werden sie dich ins Verderben stürzen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies sind Allahs Grenzen und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben.